Kinder. Ich bin Fräulein Pavin und ich arbeite in der städtischen Grundschule in St. Vith als Kindergärtnerin. Einige von euch kennen mich vielleicht schon. Ich habe heute für euch jemanden mitgebracht. Das ist der Marienkäfer Till. Und Till hat ein Gedicht für euch vorbereitet. Marienkäfer Till tut, was er will. Er krabbelt hoch an meinem Bein. Ja, das macht er fein. Weiter geht's mit viel Geschnauf. Puh, an meinem Bein hinauf. Er sitzt auf meinem Bauch und auf meinem Hals dann auch. Er kitzelt mich im Gesicht, dieser kleine Wicht. Er rutscht an meiner Schulter hinunter bis zu meinem Fuß und gibt mir auf den Zeh einen Kuss. Das war das Gedicht von Till, dem Marienkäfer. So, Kinder, jetzt zeige ich euch, wie ihr selber einen Marienkäfer-Till basteln könnt. Das ist ganz einfach. Dazu braucht ihr nur rotes Papier, schwarzes Papier und weißes Papier, einen weißen Stift und einen schwarzen Stift, einen Küchengummi, einen Kleber, eine Schere, ein Stück Karton, zum Beispiel von einem Pizzakarton oder von den Kelloggs. Dann braucht ihr einen Becher mit einer großen Öffnung und etwas mit einer kleinen Öffnung, zum Beispiel einen Deckel von einer Dose. Dann könnt ihr anfangen. Als erstes machen wir die Schablonen. Dazu nehmen wir uns den großen Becher und pausen ihn einmal auf den Pappkarton auf. Und dann noch einmal. Als nächstes nehmen wir uns den kleinen Deckel. Das wird dann der Kopf vom Marienkäfer Till. Und jetzt müsst ihr einfach nur noch den Bauch zeichnen. Ihr könnt aber auch Mama oder Papa zu Hilfe nehmen. Dann schneiden wir alles aus. Ich habe das hier schon vorbereitet. Dann sieht das so aus, den Bauch und den Kopf. Dann nehmen wir uns das rote Papier und den Kreis, hausen das ab. Und schneiden das auch wieder aus. Als nächstes müssen wir mit dem weißen Stift den Kopf und den Bauch abzeichnen. Und schneiden das natürlich auch wieder aus. Das sieht dann so aus. Als nächstes kleben wir das zusammen. Und unser Marienkäfer ist schon fast fertig. Dann nehmen wir uns das schwarze Papier und schneiden einfach ein paar Kreise aus. Die kleben wir nach Lust und Laune einfach auf das rote Papier. Das sind dann die Flügel. Man kann auch große Kreise schneiden oder kleine Kreise, mal Halbkreise für an die Seite. Dann fehlen uns nur noch die Augen mit dem weißen Papier gemacht. Dann nehmen wir uns noch den schwarzen Stift und malen die Pupillen.
Als nächstes nehmt ihr euch nochmal das schwarze Papier und schneidet zwei Streifen ab. Das sind dann unsere Fühler vom Marienkäfer. So sehen die dann aus. Hinten auf den Kopf tun wir viel Kleber und dann können wir auch schon unsere Fühler aufkleben. Wir können auch den Mund malen, damit unser Marienkäfer schön lächeln kann. Und als letztes müssen wir noch unseren Gummi befestigen, damit wir den Marienkäfer-Till auch an der Hand halten können. Dazu schneiden wir uns ein Stück Papier ab. So. Legen unseren Küchengummi dahin. Tun ganz viel Kleber auf die Rückseite von dem Papier. Und kleben das Gummi so fest. Es muss jetzt gut trocknen, damit das nicht abfällt. Und unser Marienkäfer Till ist fertig. Dann kann man den hier hinten anziehen. So, das war es, liebe Kinder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.